Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Martin Ukenen starb am 3. Februar 2019 mit 55 Jahren. Urheberrecht DPA Picture Alliance. Der Weltcup im finnischen Lahti steht im Zeichen von Martin Ukenen. Es gibt eine Schweigeminute und verschiedene Gedenkaktionen für die verstorbene Legende. Am Montag war Skisprunglegende Martin Ukenen im Alter von 55 Jahren verstorben. Der Weltcup in seiner finnischen Heimat steht nun im Zeichen des einstigen Dominators. Zwischen den Durchgängen des Teamwettkampfs am Samstag gab es eine Schweigeminute in Erinnerung an den viermaligen Olympiasieger. Skispringer ehren Ukenen. Für Ukenen wurde die Landesflagge in Lahti auf Halbmast gesetzt. Nachwuchsspringer trugen zu seinen Ehren Ukenens Geburts- und Sterbejahr von 1963 bis 2019 auf ihrer Brust. Zudem konnten Fans an einem Schneehügel vor einem Ukenen-Foto Blumen und Geschenke niederlegen. Ukenen starb in der Nacht zum Montag, den 3. Februar. Die Todesursache wurde nicht genau benannt und nur als krankheitsbedingt umschrieben. Ukenen, der Alkoholprobleme hatte und nach seiner erfolgreichen Karriere tief gefallen war, soll seit längerer Zeit gesundheitlich geschädigt gewesen sein. Er war ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Ich denke aber, das ist auch das, was einen Menschen ausmacht. Er stand zu seinen Schwächen. Ich denke, der überwiegende Teil, der von Martin Ukenen gehört hat, weiß, was er sportlich geleistet hat. Das überwiegt, sagte sein früherer Rivale Jens Weißflog bei Sport 1.